Warum denken eigentlich alle auf Twitch, ich bin dumm? Alter, das wäre mein Job. Ich wäre Klatscherin vom Hofe. Wie hart möchtest du die Kontrolle über dein Leben verlieren? Ich glaube, wir haben gerade ein neues Level erreicht. Ich frage mich immer, wie Nachbarn das mitmachen. Wie zum heiligen Bimbam bin ich hier gelandet. Ich gehe hier einfach mit PTSD heute Abend raus. Und damit herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge Streamclips Germany, beziehungsweise dem React dazu. Also, hi auf diesem Kanal und wir machen Reaction. Geil. Es ist einfach schon wieder wunderschön. Einfach toll. Ja, wir haben uns heute hier versammelt. Ich habe euch Chat mitgebracht. Chat begrüßt vielleicht auch mal YouTube. So, maybe. Hallo Facebook. Danke für nix. Danke für nix einfach. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Es geht um verdrehte Zunge. Eine verdrehte Zunge. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, worum es geht. Ist das dieses Ding von wegen, so. Wir starten einfach mal rein. Wir werden es herausfinden, I guess. Kennst du schon? Das war nicht geplant. Hä? Digga, was? Wir starten nochmal rein, würde ich sagen. Let's go. Was soll das denn gerade? Aber hey, ich bin drin. Einmal wieder Profis am Start. Let's go jetzt. Kennst du schon den schönsten Ort, das beste aller deutschen Streamer? Dann hab ich einen Tipp für dich. Schau die Twitch-Clips Germany. Warte. Europe? Okay, ja, ist richtig, aber nicht das, was ich wollte. Was ist das denn zur Hölle? Warte. Germany, da haben wir's. Germany. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, aus Neugier, Germany Twitter. Hobla, hobla, I guess. Das war aber, ich glaube, das war nicht gewollt. Also, oh. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Los. Nein. Ich lebe noch. Mich überfordern Dörfer und Kleinstädte enorm. Weil ihr könnt euch nicht vorstellen, wie überfordernd das für Großstadtkinder ist, wenn sie in einem Dorf sind und sie laufen eine Straße runter und da kommt eine komplett fremde Person entgegen und diese völlig fremde Person, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, begrüßt mich. Da setzt mein Kopf aus. Ich finde das voll schön. Also wirklich, ich finde das voll schön, wenn man sich so gegenseitig begrüßt. Hier in Hamburg gehen alle so lang so, nein, ich sehe dich nicht, oder sie gucken dich böse an. Ist voll traurig, ey. Ehrlich, ich hab ja sehr lange Zeit auf dem Dorf gewohnt, aber irgendwie auch nie lang genug, damit man sich gekannt hat, tatsächlich. Das überfordert mich. Ich finde das schön. Ja, das Geld. Jedes Mal, wenn ich Asche sehe, dann weiß ich nicht, was da kommt. Ich habe jedes Mal Angst, aber immerhin haben wir heute keinen Klodeckel. Das Geld habe ich wirklich in so ein Defribilil. Was? Defribator. Fuck. Ist das ein I oder ein E? Warte, Fett-Vibrator! Ich hab mir einen fetten Vibrator auf Eis.de gekauft. Wisst ihr was? Das ist leichter zu erklären. Lass das jetzt. Geil. Oh, guck, ich liebe übrigens die ganzen Viecher aus diesem Spiel, aus Party Animals. Die gucken alle in drei Richtungen. Das ist einfach so Mopsy-like. Das ist einfach wunderschön. Moment, ich brauche mal ein bisschen dafür. Kriegt das nicht aufgehoben. Oh, da ist schon einer weg. Ist ja nichts. Oh, jetzt fliegen alle Leute hier runter. Okay. Ist hier noch jemand? Ach so, ich habe schon gewonnen. So geht das. Sehr gut. Liebe Bewohner von Rustalot, ich habe keine lange Rede vorbereitet wie der Meister. Aber ich kann sagen,
Ich schwöre, das gab es zu dem Zeitalter noch nicht, ey. Ja, bitte. Oh, fuck. Alter, mach doch sowas nicht. Alter, das war auch gerade wild irgendwie. Ich bräuchte auch mal. Munitionier mal alle auf, ich rufe Nachschub. Ja. Bitte? Bitte? Nein! Du hast auf dein Schild gerufen. Ich will nicht sterben, ich bin zu jung. Nein! Darf ich mal ganz kurz fragen, worin es in diesem Game geht? Ich habe keine Ahnung davon. Ich glaube, das war Helldivers, oder? Ich habe das letztens nur einfach bei Blondie gesehen und da hat sie irgendwelche Sachen in die Luft gejagt. Baut auch den Lego AT-AT auch nicht wieder auseinander. Das ist doch eine blöde. Was ist denn das für ein Vergleich? Oh, wie schön. Zeig dir mal, wie ich ein Lego AT-AT auseinanderbaue. Würde nicht. Es sollte ein Scherz sein. Aber ich hätte gern auch so ein schönes Puzzle. Ich habe noch irgendwo ein Puzzle liegen, aber ich weiß nicht mehr, ob das vollständig ist. Räuchern Sie das Nest jetzt mit einer Granate aus. Aber natürlich. Wo kriege ich denn eine Granate her? Mit G, oder? Nein, okay. Ach, ich krieg die auch hier aus dem... Oh, das ist aber nett, bis ihr hier alles so parat habt und so. So, was haben wir da? Granate! Safe geht ihm das Ding jetzt schon in der Hand hoch. Vielleicht darf ich die... Geht auch. So, wir müssen Aufträge erledigen. Boah, Red B sieht aber richtig fesch aus. Was ist denn da los? Oha. Dieses Ding hier oben. Hier, man muss immer links oben irgendwas tun. Und dann ploppt immer auf hier irgendeine... Darf ich da jetzt bitte klicken? Spiel. Kann ich hier nochmal in die Einstellung? Ich würde es gerne lauter machen. Ah, das ist der Controller. Ich. Das ist safe der Controller. Ich schwöre bei Gott. Es ist der Controller. Ich habe gestern die Liebe gefunden und du hast deine neue Mutter. Ich finde das auch toll bei Rustalot, wie sie alle mal selber klatschen, Alter. Das wäre mein Job. Ich wäre Klatscherin vom Hofe. Juhu. Auf gar keinen Fall. Auf das Königshaus. Auf jeden Fall. Auf. Und wenn du irgendetwas tun solltest, was auch nur ansatzweise diese Vermählung behindern könnte, dann kann ich mir gar nichts garantieren, Prinzessin hin oder her. Wie trinkst du durch den... Nett, sympathisch. Wie ein Anzug? Na so? Aber da ist doch so ein Ding vor der... Also so ein... Ja, aber läuft einem das dann nicht immer bis Meppen? Vorhin mal ein paar Zimmer mir angeguckt von innen. Wow. Das Was macht er beruflich? Ja, Digga. Hä, willst du mich verarschen, Alter? Das ist einer der berühmtesten deutschen Jan-Josef Liefers, Mann. Ah, das Jan-Josef... Oh, lol. Oh, ja. Ich schwöre dir, mit der Brille habe ich ihn nicht erkannt. Hä, wer ist da? Wer ist das? Muss man den kennen? Hä? Oh. Der war persönlich. Direkt in die Weststeile, mein Freund. Oh, scheiße. Nein. Tja, da hat er sich wohl gerecht. Das war wohl Karma, wa? Soll ich Platz nehmen? Auf dem Boden. Auf dem... Ich würde euch ja meinen Stuhl anbieten, aber wissen Sie, ein alter Mann ist kein D-Zug. Das ist ein Zug. Eure Hose? Ich muss etwas richten. Aber natürlich. Ich kenne das Gemächt des Meesters. Und das, was ihr dort runtertragt, ist nicht seins.
Selbstverständlich. Was soll er? Endlich. Das muss ein Missgeschick sein. I got so good at being untrue. I got so good at telling you what you wanna hear. I disassociate, disappear. Yeah, yeah, yeah. So far beyond difficult to resist another go. Yeah, I know it's poison. You're feeding me poison. I'm choking from the taste and I can't help but swallow. Ich hab's noch nicht gesehen. Poison, I made my choice and every night richtig I'm wishing like there's no tomorrow. Das war ja richtig schön, das war ja richtig gut. Das ist so scheiße, immer wenn ich gut liege, dann werde ich gefickt von irgendjemandem. HR. Oh. Nur 50? Wollte ich nur andeppen. Mhm. Was? Ja, cool, jetzt meine Kamerahaltung kaputt. Ey, alles geht wegen euch kaputt. Oh mein Gott. Ihr nervt mich. Skull. Einfach Sandy macht Sandy-Dinge. Ja, genau das. Und jetzt auf dich, Ruffy, bevor ich es wieder vergesse. Zum Wohl auf dich und Mr. Pink. Danke für deinen Follow. Herzlich willkommen. Ach du Scheiße, jetzt habe ich aus diesem Wasser getrunken, wo ich gerade die ganze Zeit meinen Pinsel ausgespült habe. Oh mein Gott. Ich denke doch gerade, was schmeckt denn da so komisch? Ich kleinen Vogel. Lieb's auch. Ich habe mir das nicht ausgedacht, aber man sieht, dass das perfekt zu mir passt, dieses Programm. Okay, das Programm ist abgeschmiert. Sehr gut. Was? Warum bin ich Mickey Maus? Bist du Mickey Maus? Er musste jetzt auch reden wie Mickey Maus. Oh! Die heiße junge Dame ist anders. Mm-mm, nicht anfassen, aber. Oh, Junge! Königin Donelia. Ja, mein König. Möchtest du den königlichen Kok-Kok reiten? Bitte? Es gibt nichts, das ich lieber tun würde, als den königlichen Kok-Kok zu reiten. Das mit ihrem benutzten Finger. Ah! Oh. Ja. Oh. Für Kok-Kok! So sie. Oh. Oh. Und für Kok-Kok! Das habe ich mir schon immer gewünscht! Schneller, für Kok-Kok, schneller! Ey, ich habe dazu, es gab einen Talk zwischen, ich glaube, Chagas und Doni. Und da haben sie erklärt, wie sie das gemacht haben. Und es gab wohl einen Spieler, der dieses Huhn die ganze Zeit aktiv gespielt hat. Oh, hast du die Reaktion gesehen? Alter, war die geil, oder? Ja. Ah. Na. Ich komm nicht ran. Komm nicht ran. So komme ich da nicht ran. Hier irgendwie rein in das Ding. No joke, warum komme ich denn da nicht dran? Nimm den Eingang, du Nuss. Ist hier ein Eingang? Oh lol. Oh mein Gott. Ich hab nicht. Das hätte ich sein können. Gesagt, ich hab nichts gesagt. Aber die Haare sind der Hammer, ne? Oh, solche Haare wollte ich auch immer haben, Chat. Und da hatte ich sie zwischendurch, aber die sind so anstrengend zu färben, weil du ständig nachfärben musst, weil alles rausfällt und dann sieht's kacki aus. Aber das erinnert mich an die Story, wo ich einen Jochen mal mitten in der Nacht wach gemacht habe und geschrien habe. Ich mag Titten. Okay. Legitime aus. Aber jemand dafür wach zu machen, ist vielleicht auch ein bisschen doll. Meinte nicht, das ist vielleicht ein bisschen eine überzogene Reaktion? Ich weiß jetzt auch nicht so genau. Aber ey, wenn mich jemand damit wach machen würde, also beispielsweise Marie, ich würde sie fragen, ob sie mir das nicht auch einfach am nächsten Tag hätte mitteilen können. So, oh Mann. Schlaf ist wichtig und richtig, okay? Das ist schon fast ein Drittel. Es ist doch nur ein... Oh, komm!
Und das ist voll krass, weil da ist irgendwelche Öle drin, so ätherische. Und man sprüht sich das in die Nase und man hat das Gefühl, der ganze Kopf ist eine Höhle, die ist so leer wie eine Höhle. Wir können sie wieder überzeugen. Let's go. Oh, eine 5, das schafft. Okay, ich sag, das wird jetzt 1-1. Chat, wer wettet mit mir? Ich sag, das wird jetzt Critical Fail. Das wird safe eine 1. Oder halt eine 2, weil. Ja. Mach mal. Easy, easy schaffen wir das. Let's go. Oh, das gibt's. Was? Ich hatte recht! Tja, nun, ne? Das wäre übrigens so meine Spielleistung in dem Game. Ich habe früher mal meine Chicken Nuggets immer, also bis ich so 20 war oder so, 18, sagen wir mal 18, 19, ich habe immer erst die Panade so abgemacht. Und jetzt kommt's. Ich habe die Panade aber so hingelegt, oft. Also ich habe hab Panadenhaufen gemacht. Und dann habe ich nur das Fleisch gegessen, dieses 9 Stück, immer so in die Soßen rein. Und dann hatte ich das Beste zum Schluss, nur die Panade, dann habe ich die so gegessen. Alter, wie hart möchtest du die Kontrolle über dein Leben verlieren? Ich glaube, wir haben gerade ein neues Level erreicht. Was ist das? Dwarfmans. Wahrscheinlich. Dwarf. Mans? Nee? Ach so, darf man es sagen? Ja, klar! Ich dachte, ich soll ein Spiel eingeben. Was sollte... Ich habe auch einfach keine Fragen mehr, ne? Was? Das sieht absolut nicht falsch aus. Das... Twitch, bitte bann mich nicht. Ich wiggle nur meine Wurst. Ich wiggle doch nur meine Wurst. Bitte, bitte bann mich nicht, Twitch. Dankeschön. Es ist nur eine Wurst, okay? I didn't do anything. So wild, ey. Es ist richtig, aber es klingt nicht richtig. Luftpolsterfolie. Das ist ein komisches Wort. Wo war ich? Stimmt, ich würde Sandy am liebsten in Luftpolsterfolie einpacken, weil ich Angst habe, dass sie sonst einfach atmet. Well. Oh mein Gott. Ich bin so ein NPC, ey. Einfach dreimal die Glei... Ich weiß, aber das ist schon wild. Ich bringe euch jetzt bei, wie man mit Stäbchen isst. Also man hat hier immer, also eigentlich nehme ich immer die Finger so, einer oben, der Mittelfinger ist zwischendrin und der andere hält unten, also... Wisst ihr, was ich meine? Also ihr nehmt die drei Finger und die kommen so halt zwischen rein, ne? Und dann ist der hier unten fest. Okay, ich hab's ja auch mit Stäbchen probiert, ne? Aber ich hab das auch immer so gemacht und ich hab's nie hinbekommen. Just saying. Deswegen esse ich mein Sushi immer mit einer Gabel. Es ist so wack, ey. Der hier oben beweglich. Das heißt, der hier unten bleibt immer hart. Scheiße! Es sind nur Stäbchen, Leute. Oh nein, ich wollte nicht das Tier abschießen. Ich wollte den Bär da treffen. Okay. Das könnte ich gar nicht. Ich habe halt einfach Metall in der Fresse. Ich kann das nicht, Alter. Ich kann das nicht. Meine Zunge drehen. Hä?
Ich kann nur ein Röllchen. Außerdem Dankeschön an Dan für 66 Monate. Der hatte gerade sein 10,5-jähriges. Alle denken, nee. Warum denken eigentlich alle auf Twitch, ich bin dumm? Also wirklich, wenn man nur diese Ausschnitte kennt, ne? Dann denkt man auch einfach, ich habe so zwei Gehirnzellen im Kopf und die rennen die ganze Zeit aneinander vorbei. So, keine Ahnung, ey. Das ist einfach ein riesiger Moshpit und keiner trifft, Alter. Das ist doch insane, oder? Nee. 10? Wie viele Monate hat ein Jahr? Werden. Mhm, okay. Alter, warte mal. Lol, sie hat gerade 90 Euro rausgegeben und nicht 90 Cent. Oh. Chat, also dagegen wirklich ist gerade schon smart, oder? Warte mal, musste ich ihm 90 Cent wiedergeben? Oder musste ich ihm 9... Leute, ich habe gerade verkackt. So schwer. Boah, wie cute ist dieses Model hier bitte. Oh mein Gott, wie süß. Vibros Eismic? Was ist das denn? Was ist denn ein Vibros Eismic? Nochmal zu dem Clip davor. Ohne Scheiß, bestes Geschäft für den Kunden. Sobald man denen auch nur 1 Cent zu wenig gibt, sind die richtig angepisst. Aber wenn die 90 Euro zu viel bekommen, dann sagen die nix. Was ist das? Doch, danke. Oh, ich hasse dieses Game. Oh, ich Hilfe. Ganz, nein. Der Todesnieser. Du kannst auch gerne, ich kann dir gerne mal ein bisschen mit meinen Ballons spielen lassen, also wenn du möchtest. Okay. Oh, ja, yuppie! Happy Birthday to you! Da siehst du, aber ich was Neues. Hoch? Wo hoch? Oh. Boah, ey, ich frag, ohne Scheiß, ne, ich frag mich immer, wie Nachbarn das mitmachen. Ey, meine Nachbarn beschweren sich, wenn ich Goose Goose Duck spiele. Da fehlt Rot! Da! Oh, ich hätte Kunstlehrerin werden können, ich bin einfach so gut. Oh meine Güte! Ah, au, ah, ah, das war eine scheiß Idee! Au, mein Rücken! Kann das sein, dass das Funk alt wird? Ist das possible so? Ich sag's euch, ich mache eine Prediction. Ich krieg jetzt bestimmt irgendwie eine Kiste wieder oder sowas. Wenn ich jetzt recht hab, ich raste aus. Schau mal, ob du was Brauchbares findest. Safe. Yep. Oder? Das ist ne. Es war so klar! Dieses Spiel! Also, okay. wenn eins durchschaubar ist bei Uncharted, dann ist es das. Immer wenn es nicht weitergeht, wir hätten da so eine Kiste noch auf Rollen. Wir schauen einfach immer nur auf die Boobies. Was? Nein, hä? Dein kommt mir nicht wieder. Was für eine Farbe hatten ihre Haare, Mi? Blau? Schwarz? Lila! Naja, fast, ne? Blau ist ja irgendwie... Lila ist ja auch nur aus dem Farbspektrum, wo irgendwo Blau drin ist und wird dann mit Rot gemischt, ne? Also, pff. Passt schon. Ach so, okay. Oh! Ich denke, damit sollte dies geklärt sein. Lass mich Heilerin, ich bin durch! Lass mich Heilerin, ich bin durch. War mein PC über WLAN drin? Geht das? Das ist kein Laptop, das ist ein PC. Bin ich so alt? Früher gab's sowas nicht. WLAN fürs Handy, ja. WLAN fürs Tablet, ja. Aber WLAN für einen ganzen PC? Dein Mother... Ja doch, das geht, glaube ich. Aber ich glaube, dafür brauchst du so einen Chip. Motherboard hat Onboard Wi-Fi. Oh, ehrlich? Sag mal. Schön, ich krieg's auch noch die Herzen und...
Warte, lass mich überlegen. Ich glaube. Das ist wirklich der größte Müll, den es gibt, ne? Dieses dumme Herz. Ich mache mein Herz so. Ich weiß, eine Potato, aber was ist. Was ist da los? Das kann ich nicht. So wie Ninjutsu ist das irgendwie. Ich fühle mich wie in Naruto. Da mache ich hier so zack und dann zack und dann und dann zack ja, und dann so, ne? Und dann mache ich hier die und dann so zack Sachen. In einem nicht mehr schwachen Moment der nicht mehr Resignation. Achtung, fangen! Oh mein Gott! Was? Das war die beste Idee der Welt! Ah, Doppelfang! What the fuck? Ist es bei euch auch so, dass wenn ihr, also wenn ihr auf dem Klo sitzt, es unmöglich ist, Nummer 2 zu machen und dabei Nummer 1 nicht zu machen? Also es ist immer so, immer wenn... Wie zum heiligen Bimbam bin ich hier gelandet. Nummer 2 kommt, kommen auch ein paar Tröpfchen Nummer 1. Wisst ihr, was ich meine? Gut durchgewürfelt. Ich weiß wieso. Ich weiß, wofür das Loch ist. Ich glaube, dass man Reis zwingen, ja. LOL! Ich glaube, den Sound brauchen wir. Du konntest mich nicht allein lassen, oder? Du konntest mich nicht allein lassen. Larry, es ist ich, dein Freund aus der Highschool. Aus der verfickten Highschool. Du hast gedacht, ich hätte ein gutes Ding nur laufen, ja? Bis du vorbeigekommen bist und alles ruiniert hast. Ja, nein. Alter, ich gehe hier einfach mit PTSD heute Abend noch raus, ey. Hallo? Aber es musste ja auch gefallen, ja, also seine Schlabber riecht gut, ja. Kennt ihr das, wenn die Zunge von, wenn Zungen einfach so richtig geil riechen, dass man sie einfach überall haben? Okay, ne, Mama. Alter, 10 Schläge habe ich gebraucht. Chat, warum bin ich hier? Jetzt kann ich auch. Oh, die Beine, ja, die Beinchen, ja, ja. Oh. Vielleicht solltest du ihn doch nochmal vorlegen mit deinen Füßchen. So ein Stück. Also nicht zum Loch. Oh, ja, das war. Oh, oh, oh. Nein. Ich fände es jetzt irgendwie lustig, wenn er von hinten kommt und dich jetzt nicht. Toll. Nein. Nein. Ja. Ui. Was ist denn das hier? Das habe ich auch noch nie gesehen. Wartet! Mein Boot! Ich habe den Anker nicht gesetzt! Nein! Oh mein Gott, was? Ist es dann einfach weg? Ah, lol, okay. Ja gut, ne? Ist doch nicht zu scharf, ne? Nee. Es kommt so, so, es kommt so, es kommt so langsam kommt die Schärfe raus. Klasse, Mensch. Boah, ich würde auch voll gerne mal so diese Dingsies hier unten machen. Ich glaube, das wäre richtig gut. Hm. Oh, ich glaube, sie stirbt gleich. Oh nein. Ich finde es lustig. Lecker! Aber können wir kurz darüber sprechen? Also, es ist halt super ungewohnt, Katatsuri ohne Brille zu sehen, aber... Oh mein Gott. Es ist super ungewohnt, aber es sieht so gut aus. Also, sie sieht auch mit Brille gut aus. Das will ich nicht sagen, aber... Sieht halt richtig gut aus. Unkara, wie finde ich lustig? Lecker! Tatsächlich. Wie ich ohne Brille aussehe? Ich sehe actually so ohne Brille aus. Es liegt richtig. Sieht mit beiden gut aus. Aber ich. Ja.
Ich habe halt momentan die Brille auf, weil ich seit einer Woche ultralichtempfindlich bin. Ich war beim Augenarzt, der hat gesagt, ja, haben Sie mal weniger Stress, aber es war ein bisschen schwierig zu dem Zeitpunkt. Und jetzt hoffen wir momentan, dass es wieder besser wird. Ja! Ich war montags bei Elia live. Wo ist der Fehler? Hä? Warum geht das nicht? Falscher Zahlungsbetrag? Ich gebe dir gleich falscher Zahlungsbetrag. Was habe ich falsch gemacht? Hä? Tja. 6 und die 9? Hä? 69, 69. Wait. Doch mal. 6, 3. Wo ist das Problem? Hier sind halt auch Kannibalen in der Nähe, deswegen hier relativ schnell uns in Sicherheit bauen. Und ich sag, egal welchen, bei welchem Channel ihr gerade Stream Clips Germany geguckt habt, followen, subscriben, supporten. Let's go. Das, was die junge Frau gesagt hat. Nice. Das war schön heute, das war funny auf jeden Fall. Also das war wirklich, ihr müsst jetzt einfach mal hier reinfolgen. Also auch auf YouTube, drückt mal den Abonnement-Button. Drückt mal den Abonnement-Button und den Daumen nach oben und gebt dem Follow ein Like und ach, keine Ahnung, macht doch einfach, was ihr alle wollt. Ist mir doch egal, ich wünsche euch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Und bimmelt die Glocke. Dankeschön.